aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Okay. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Hertz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. Na, warte mal. Aber die Karte für 50 Hertz, ey, die würde ich nehmen. Wo ist das? Durch. Nee, das war falsch jetzt. Zeig mir das. Ich habe hier nur den Besten. Dann erstmal, was mal auf die nehmen wir. Leider fehlt das auch. Die nehmen wir aber trotzdem. Und jetzt hauen wir noch mal ein paar Sachen rein. Das sind wir bei 32. Ja, der Lurker ist nicht wert. Wir müssen irgendwo an irgendeinem Feuer was kochen, müssen wir lernen. Wir müssen diese ganzen Sachen braten. Dann kann man nämlich auch für die gebratenen Fleischsachen was verlangen. Denn 74 mal Fleisch, das lohnt sich richtig, glaube ich. Die Pilze, was haben die denn für einen Wert? Nur 3 Wert, das ist doch Schwachsinn. 9, das ist alles Müll. Na, ja, zum Glück haben wir Erz. Wir haben ja zum Glück Erz ohne Ende. Zweimal das gleiche Schwert. Oh, das ist aber, guck mal, eine Menge Wert. So. Dann kriege ich von dir nämlich noch was, Kumpel. Pass mal auf. Halt. Mann, So. Ja, nicht bescheißen. Hast du noch was hier drüben? 15 Pfeile. Ach, gib die her noch. Noch habe ich keinen Bogen, aber der kommt. Der Bogen kommt. Na, dann kannst du. Da sage ich mal, Kumpel. Reicht auch so. Okay, pass auf, reichst du? Wenn man ein bisschen Geld hat, Freunde, dann ist das eine geile Geschichte. Jetzt können wir mal auf die Map gucken. Jawoll! Schau mal an. Wir sind jetzt sogar eingezeichnet. Wir sind in der Mitte der weiße Pfeil im Lager. Und wir sind da gerade raus. Es ist so ein Lager. Okay, ist da lang. Okay, dann haben wir... Irgendwo fehlt ein Bereich, hat er gerade erzählt. Das neue Lager, weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das jetzt war, das neue Lager, ne? Warte mal, das ist das Sumpflager? Wo war denn jetzt das neue Lager? Da sind wir... Was sind wir denn da rausgegangen fürs neue Lager? Ey, wenn ich das wüsste. Wir sind nach Norden gelaufen, glaube ich. Das muss ja da drüben... Wo ist denn das jetzt? Na, das finden wir noch raus. Wir wissen, das Sumpflager ist auf jeden Fall ganz rechts. Das wissen wir. Und das neue Lager muss eigentlich theoretisch ganz links sein. Das kann ich mir erst gar nicht vorstellen. Irgendwo da drüben muss das sein. Oh, das ist da unten? Da unten ist es nicht. Aber das ist nicht der gleiche Ausgang? Nee. Nee, was nicht. Wir sind da oben raus und sind nach links rüber. Also es ist irgendwo da oben links wahrscheinlich. Oben im Nordwesten wird es irgendwie sein. Okay. Danke erstmal, Dexter, du hast mich weitergebracht. Das können wir theoretisch gleich mal speichern. So, der Baal Parves, ne? Pass mal auf. Der hat uns ja darüber gebracht gehabt, ne? Komm mal her. Komm her. Mensch, komm doch mal her jetzt. Oh, das hört das mal auf. Das nervt natürlich, dass die immer vergessen, dass man was von denen will, ne? Nö, der hat aber... Das war auch noch umsonst bei dem Spacken, ey. Mann, jetzt gehen wir hier oben rum. Hier sitzt einer rum, der eventuell vielleicht ins andere Lager kommt. Das hier? Ich war am Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten zu schikanieren. Den nehmen wir gleich dahin. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel gemacht. Ach, ist das ein Idiot. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Boah, ich hab doch nicht... Mann... Hi, ich bin neu hier. Ach, hör auf. Ich hab mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar... Ich glaube, okay. Ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomme... Oh, Mann... Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Ja, soll genau. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Ach komm, ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit.
Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Ja gut, ist okay. Lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Okay, pass auf. Dann sind wir schon mal zu zweit. Wir gehen hier unten raus. Dann können wir nochmal versuchen, die Warane platt zu machen. Wir sind Stufe 5 geworden. Können wir den Baal vielleicht dazu bewegen, nochmal mitzukommen? Nee. Ich würde ja gerne hier irgendwie bei irgendjemandem was lernen. Jetzt renne ich hier mit den Erfahrungen. Ich hab die Punkte da. Ich könnte was lernen. Oh Mann, ey. Hat der hier vielleicht was? Kann der uns das beibringen? Nö. Da willst du nur prügeln. Ach komm, lass mich in Ruhe. Schatten. Dann gehen wir, ich glaube, oder was haben wir hier richtig? Warte, wir gucken gleich mal auf die Tapfe, haben wir die gerade gekauft. Jawohl. Wir gehen da raus, gehen links rum. Das ist das Südtor hier, oder? Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. Gut. Merci. Hat eine Waffe. Wir müssen es checken. Wir müssen es rausfinden. Eigentlich ist es ein bisschen, nervt es gerade ein bisschen. Wir gehen jetzt trotzdem außen rum. Ich will jetzt die gucken, ob ich bei irgendwie was lernen kann. Und zwar gehen wir. Wir laufen jetzt einmal hier ums Lager rum. Komm. Wir nehmen den einfach mal mit. Der soll ja ins andere Lager. Wir gucken jetzt einfach mal. Das ist ja, wenn wir jetzt, das ist jetzt nicht gerade sonderlich schnell rennen, wir bräuchten einen Geschwindigkeitstrank oder irgendwie Geschwindigkeitszauber oder sowas. Das wäre schon ganz nice. Von hier sind wir nicht gekommen, wir müssen denn gekommen. Ich weiß, dass da, wo wir runtergekommen sind, da standen nämlich die zwei Typen und die könnten uns rein theoretisch was beibringen, aber wahrscheinlich erst, wenn wir dem alten Lager angehören. Aber es geht mir doch nur ein bisschen darum, Stärke und sonst so zu leveln. Also ein bisschen Stärke und ein bisschen Mist schon. Mann! Okay, also auf jeden Fall. Der hat eine Waffe. Okay, der hat eine Waffe, das ist gut. Okay, der hat eine Waffe, dann ist das gut. Dann ist er uns dann noch eine Hilfe. Da können wir gleich, da sind nämlich noch Warane. Pass mal auf. Wir könnten jetzt gleich mal gucken, wie gut der ist. Wo ist das Heilzeug? Das kann nicht alles sein. Ich habe das nicht aufgegessen. Achso. Alles klar, weil wir da oben neue Sachen... Was ist denn das? Das ist doch nichts. Okay, wir gucken mal. Also sobald ich nämlich mit dem Bogen schießen kann, ne, könnte ich nämlich mit dem Bogen auf Mobs zielen, könnte die damit pullen und dann könnten wir zu zweit auf die einschlagen. Das könnte die Sache nämlich deutlich leichter machen. Mit Ruhe geht das ja auch ganz gut, ne? Brauchst halt nur ein bisschen Ruhe. Gleich mal das Scavenger-Paar erlegen. Hier sind noch ein paar Fliegen. Die jucken mich erstmal nicht. Die ignorieren wir. Dann müssen wir darüber auf die andere Seite. Entweder darüber auf die andere Seite oder zu Diego. Oder zu Diego. Wir gucken mal. Hier sitzt ja... Die Typen, die hier sitzen, die haben... Spielt auch noch eine Rolle. Die haben wir schon ausgeräumt, glaube ich. Die Kiste. Jetzt gehen wir mal hier durchs Wasser. Sonst kommt noch irgendwelche Kunden und wollen uns noch aufs Sack hauen. Können wir auch nicht gebrauchen jetzt, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob die da uns eine Hilfe sind. Da hatte ich ja Glück, dass ich die gleich angesprochen habe, dass das leider Richtige war, ey. Sonst hätte ich jetzt ewig gesucht. So. Okay, das war nichts. Ach komm. Ach Leute.
Was ist denn das für ein Sackgang, ey? Was soll denn das? Wo ist der Typ? Hängt im Bug fest. Dann komm mit, da ist die. Och, Mann, ey. Sind, ist doch wirklich, kann ja nicht ernst sein. Dann müsste ich jetzt vielleicht zu Diego gehen. Das war ein Miniscavenger, gut. Haben die was? Nö, nur immer Fleisch. Wir könnten jetzt versuchen, hier oben ins Lager wieder reinzugehen. In der Hoffnung, dass wir zu Diego kommen. Und dass der uns Geschick beibringen kann. Oder kann er hier stehen bleiben? Oder kann er hier stehen bleiben vielleicht? Gehen wir hier in die Straße. Wir versuchen es einfach mal. Jetzt sind wir immer hier rüber gelatscht. Okay. Der kann nur... Pass auf, dann gucken wir mal, ob wir da reingehen. Oder ob die uns gleich anhalten und dem aufs Maul hauen. Aber der ist ja... Der kommt einfach ganz normal mit rein, die kennen den hey nicht. Hey du, versuchst wohl das Ding hier herauszuschmuggeln, was? Wir wollten doch nur... Du willst gleich gar nichts mehr. Okay. Die sind bekloppt, Alter, wieder. Oh Mann, ey. Oh Mann. Dann nützt das nicht. Dann müssen wir unsere Erfahrungspunkte eben drüben... im Sumpflager ausgeben. Naja. Jetzt haben wir immer ein paar Scavenger gelegt. Die Fliegen könnten wir noch erlegen, die hier rumschwirren. Wenn sie immer schon hier ist. Alles klar, hat sie mich einfach platt gemacht, ey. Mann, Mann. Ich hab die Waffe falsch gezogen. Also erst habe ich sie falsch, dann habe ich sie gar nicht mehr gezogen. Was ist denn das für ein Schwachsinn hier? Komm mal mit hier, Dusty, komm, wir gehen in die Richtung. Also ich weiß nicht warum, was dieses Problem hier ist, dass die, also ich meine, ich will ja auch in das andere Lager gehen, der juckt es ja auch offenbar keinen. Warum ist es bei Dusty jetzt so wichtig, frage ich mich. Hat das einen Grund? Oh. Lass doch mal den Dusty in Ruhe. Okay, das war knapp. Jetzt habe ich schon gedacht, verletzt den Dusty, ne? Das wäre auch ein Ding gewesen erst. Aber wir nehmen auf jeden Fall die ganzen Flüge mit. Wir können richtig... Das ist quasi ein richtiger Geldwert, den wir schon haben. Muss man mal zusagen. Das kann man schon mal so sehen. Jawoll! Ja, das geht hier gut und steil voran, sag ich mal, ne? Level-technisch. Da können wir auf jeden Fall gleich wach rankloppen. Ja, das machen wir aber nicht heute mehr. Ich meine nämlich gleich Schluss mit der Aufnahme. Und dann beim nächsten Mal machen wir... Ich denke mal, ich mache dann einfach morgen. Ich habe jetzt ein bisschen was gezockt, was dann eventuell im nächsten Livestream vielleicht dafür sorgt, dass wir... nicht mehr wissen, was ist hier passiert und was ist da los. Ja, ich habe jetzt 2 Stunden gespielt, da könnte ich auch ehrlich locker Livestream machen können. Habe ich aber irgendwie nicht. Schade eigentlich. Na komm. Komm mal. Das Ding geht voll drauf, ne? Das ist ja gut, den können wir... Das ist gleich gut, wenn wir den dabei haben und der so drauf geht. Und der läuft ja uns hinterher. Hoffentlich überlebt er das, ey. Wenn der jetzt drauf geht. Komm, lass den am Leben. Lass den bloß nicht sterben, ey. Den Hammer. Oh, geil, geil. Aber das gab nur 80 Erfahrungspunkte, Leute. Das gab nur... Aber es gibt halt Knochen, ne? Und das ist gut. Das ist eine gute Hilfe, Dusty. Junge, das ist geil. Das ist richtig gut. Der ist stark. Und ich habe wieder schön Krallen. Oh, da ist noch einer. Dusty, du könntest. Wenn du Lust hättest. Na, wenn der Akku auf mich ist. Oh, das geht schief. Das geht schief.
das war schon fast schief gegangen jetzt, ne? Durch die Akku auf mich, ne? Oh, jetzt habe ich nicht das die Haut. So. So. Okay. Da kommt noch einer. Da kommt noch so viel. Alter, was ist denn? Was ist da? Wie ist da los, ey? Dann heilen wir uns erstmal. Soll ich denn auch noch pullen? Ach komm, ey. Sind wir immer hier am Start? Ich laufe am Kreis in dem rum. Dusty hat den? Hat er den auch sicher? Oder greift er noch mich an heimlich? Oh. Na, guck mal, die machen für so wenig Erfahrungspunkte, ne? Ich krieg die gar nicht. Ich krieg die alleine gar nicht. Für so wenig Erfahrungspunkte, muss man mal sagen, ne? Aber gut. Dusty ist uns eine gute Hilfe. Wir gehen jetzt aber außen rum. Wir laufen hier lang. Wir gehen nicht durch den Wald. Das tue ich mir nicht an. Aber geil. Das war geil. Das sind so schöne Krallen. Schön Erz. Quasi richtig Erz gesammelt gerade. Zum Glück haben wir das gleich am Anfang gelernt. Das mit dem Erz. Den Schattenläufer im Wald irgendwo ist, den greifen wir trotzdem nicht an. Denn ich glaube, das überlebt auch Dusty nicht. Das muss ja... Aber wobei, der scheint richtig gut Lebenspunkte zu haben, ne? Irgendwie scheint das... Scheint Dusty hier eine Art, kann man schon als leichtes Cheaten sehen, dass man mit dem hier so gut durchgeht. Da hinten an der Brücke waren Goblins, die könnten wir auch gleich Ordnung machen, nicht? Ist er noch da? Ja, kommt. Ja, ist nicht so leicht, er läuft ein bisschen langsam. Hinkebein. Ja, komm. Was greift mich hier an? Was klingt hier so komisch? Komm mit. Ich laufe mal entspannt hier, komm. Wir haben keine Zeit. Alter, das ist wirklich 2 Stunden gleich voll. Naja, das mache ich jetzt noch. Die 5 Minuten mache ich jetzt noch. Wer sitzt hier? Das ist der mit dem Ohrgebiet. Warte mal. Halt, wenn das der mit dem Ohrgebiet hier ist, dann bin ich ja offenbar in die falsche Richtung unterwegs. Ha, ha, ha. Dann gehen wir in die Richtung. Ja, bitte. Über die Brücke rüber. Ha. Habe ich aber fast falsch gelaufen jetzt. Ja, schön Map gekauft. Richtig gut was geschafft hier heute. Richtig gut was geschafft. Das ist nice. Ja, das ist in meinem Greenscreen. Das muss ich auch noch unter die Kontrolle kriegen hier. Ich muss irgendwie, muss ich gucken. Das ist nicht richtig straff gespannt hier, das Tuch. Das sieht nicht gut aus. So. Okay, da ist er da. Der Dexter. Ne, wie ist er da eigentlich nochmal? Dusty. Dexter war ein anderer. So, hier, das war die Brücke, wo da drüben auf der anderen Seite Gobline sind. Da oben hier haben wir noch den Wachran, den anderen. Ich denke mal, wir werden jetzt vielleicht mal zuerst mal uns die hibbeligen Goblins angucken. Das sind, wie viele sind das? Machen denn die? Da kommen 2. Wo ist er? Wo ist er? Dusty, was hängst du hier im Backfest? Die hängen alle im Backfest. Ach komm. Wie schlecht, ey. Der Goblin nimmt gar keinen Schaden. Nimmt gar keinen Schaden. Also, was immer das jetzt gewesen ist, entweder habe ich versucht, ihn durch den Zaun zu treffen und deswegen hat er keinen Schaden genommen, oder die nehmen einfach echt keinen Schaden. Wir gucken nochmal. Also, die Sache kriegt jetzt noch eine Chance von mir. Hätte ich natürlich einen Bogen, wäre das auch ein bisschen leichter, ne? Wollen wir nochmal schauen? Schwarze Goblin greifen an! Lässt du nicht locker? Hat er locker gelassen jetzt?
Okay, er kehrt um. Die Frage ist, was macht Dusty? Hat er jetzt da unten irgendwie einen Goblin zermatscht irgendwie? Oder was ist passiert? Warte mal, wir gucken mal. Der hat Gornisch gemacht. Dusty! Dusty, guck doch mal. Dusty, mach mal was. Wofür habe ich denn den dabei? Okay, er hat ihn gehauen. Macht er Schaden? Er macht keinen Schaden. Guck mal, da hast du keine Chance. Die kriegen wir nicht platt. Gut, Dusty schon, aber auch nicht, ne? Dusty ist scheinbar wirklich nicht zu besiegen. Aber na gut, das, also ist jetzt das die auszunutzen, tatsächlich, leicht sowas wie Cheaten. Ja, will man nicht sagen, aber, okay. Dann wissen wir Bescheid, dann können wir hier quasi dann demnächst weitermachen im Stream. Ich mache jetzt das Spiel aus, ich danke euch fürs Zuschauen, wenn ihr dabei gewesen seid, lasst doch mal einen Daumen nach oben oder nach unten da, wenn euch das gefallen hat, oder, wer weiß, eben auch vielleicht nicht. Oh, wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Zack. Guck mal, total cool, ne? Jetzt kann ich einfach hier drauf drücken und kann ich zum Beispiel einfach hier so, zack, könnte man ein Reaction-Video jetzt machen, ne? Aber ich mache ja keine Reaction-Videos, deswegen im Moment jedenfalls nicht. Das wäre mal was für einen geilen Livestream. Auf jeden Fall seht ihr hier nochmal ein paar Sachen von mir, von meinem Urlaub. Also danke, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.